Starter-Patterns. Also wieder mal ein Design-Pattern, wo es darum geht, Standardprobleme und Standardlösungen zusammenzuführen, also Standardlösungen für Standardprobleme zu finden. Gut, das Adapter-Pattern kennen wir eigentlich alle von den klassischen Adaptern, die herumkreuchen und fleuchen in unser täglich Leben, wie der iPhone-Strom-Adapter, der USB zu irgendetwas oder auch von HDMI zu DVI oder zu DisplayPort oder von VGA zu DisplayPort oder wie auch immer. Also immer, ein Adapter ist immer eine Übersetzung von einer Variante zu einer anderen Variante. Das Adapter-Pattern ist auch eine Einbahn, das heißt nur von A nach B wird übersetzt und nicht die andere Richtung. Das wird dann ein Konverter. Gut, soviel zur Theorie, gehen wir es gleich an. Machen wir gleich ein entsprechendes Beispiel. Und zwar gehen wir davon aus, jetzt ein bisschen zu, wie soll ich sagen, Vorstellungskraft, gehen wir davon aus, wir haben so etwas wie ein Spiel. Okay, und im Spiel gibt es eine Szene, also eine Klasse, die eine Szene repräsentiert. So, also machen wir eine Klasse Scene. So, die Klasse ist dafür zuständig, alle Elemente, die darin vorkommen, entsprechend darzustellen, zu zeichnen, zu wissen, welche Elemente sollen dargestellt werden, welche nicht, etc. Und wir wenden das Adapter-Pattern jetzt an für das Darstellen. Dazu gibt es ein Interface iDrawAbleItem. Das Interface iDrawAbleItem hat als Aufgabe folgendes: Es hat eine Methode voidDraw. So, es hat eine Methode draw. Also alle Elemente, die die Szene rendern können soll, sollen dieses Interface implementieren. Also hat die Szene eine Eigenschaft public list von iDrawAbleItems. Items in scene. Etc. Und die Szene selbst kann sich auch zeichnen. Lassen wir das. Okay, public void iDraw. Und die Implementierung sieht ungefähr so aus: for each war item in items in scene item.draw. Da kann es natürlich entsprechende Unterschiede geben im Sinne von, kann eine Szene, also ist ein Item überhaupt sichtbar oder hinter einem anderen versteckt. Oder wir könnten auch sagen, okay, angenommen in der Szene ist ein Bildschirm, der selbst wiederum eine Szene beinhaltet, dann könnten wir sagen, okay, auch die Szene ist ein iDrawAbleItem, da sie auch die Methode draw hat. Soweit so gut. Wichtig für das Adapter-Pattern ist jetzt folgendes. Diese Szene verlangt iDrawAbleItems. Also nur Elemente, Klassen, die dieses Interface implementieren. Gut, dann machen wir mal ein Beispiel dafür. Was könnte so ein so eine Klasse sein? Zum Beispiel ein Primitive oder ein Circle. Okay, Circle. So, dieser Circle implementiert iDrawAbleItem, demnach das Interface, und hier gehen wir mal aus von der Right-Line. Drawing Circle. Also, so ein Circle ist ein iDrawAbleItem. So, wer sich mit Spiele etwas befasst, mit Computerspielen, weiß auch, dass bei Computerspielen gern Fraktale verwendet werden. Zum Generieren zum Beispiel von Gebirgszügen oder Landschaften. So, also machen wir zum Beispiel ein Interface, das heißt iFractal Generator. So, dieses Interface verlangt eine Methode generate. So, und dann ist es soweit, dass wir auch eine Klasse haben, die eben zum Beispiel ein Gebirge repräsentiert. Ja,
Mountain Generator. So, und der implementiert eben das Interface iFractor Generator. Demnach ist jetzt diese die Methode generating Mounts. Wir haben jetzt also eine Klasse, die ein anderes Interface als das gewünschte iDrawable-Item implementiert. Und Mountain Generator implementiert eben iDrawable-Item nicht. Und jetzt haben wir sozusagen zwei Fronten und wir wollen mit Hilfe eines Adapters schaffen, von so einem iFractal-Generator zum iDrawable-Item zu übersetzen. So wäre es auch ein HDMI auf DVI-Adapter macht. Also von einer Technik in die andere Technik oder Technologie. Wir haben hier bewusst zwei Methoden sehr einfach gehalten. Die eine heißt einfach nur Draw und hier heißt sie halt Generate. Also Methoden, die unterschiedlich heißen, Interfaces, die unterschiedlich heißen. Es kann natürlich auch sein, dass es mehrere Methoden gibt, die wir übersetzen müssen. Es kann natürlich aber auch sein, dass Methoden unterschiedliche Parameter haben, etc. Da braucht man dann ein bisschen eben die Intelligenz. Denn ein Adapter muss von A nach B übersetzen können, sonst ist es kein Adapter. So, unser Wunsch ist jetzt, diesen Mountain Generator in diese Szene bei den Items in Scene hinzufügen zu können. Was natürlich nicht geht, weil ja der Mountain Generator das Interface nicht implementiert. Also, was wir eigentlich wollen ist, ich möchte sagen können, okay, Scene ist gleich new, ja, Items und Source und add new circle kann ich reingeben, super. Ich möchte aber auch sagen können, Items.add new Mountain Generator. Möchte auch sagen können, das da. Da möchte ich sagen können, okay, Draw. Ne? Die Szene soll sich rendern. Das geht natürlich nicht, weil das eben das gewünschte Interface nicht implementiert. So, die Lösung schafft jetzt unser Adapter. Lange Rede, kurzer Sinn, wir brauchen eine neue Klasse. Die nennen wir Fractal Drawable Adapter. Und damit ich den Adapter verwenden kann, muss dieser jetzt das gewünschte Zielinterface implementieren, also iDrawableItem, damit der Adapter diese Methode zur Verfügung stellen kann. Der Adapter muss aber auch das kennen, das Element kennen, das er adaptieren soll, sozusagen. Also das Element, das er von dem er weg übersetzen soll. Das ist ja das Ziel. Die Quelle, die brauchen wir auch. So, jetzt können wir den Mountain Generator nehmen. Doch, dann geht es der Adapter nur mit diesen. Ich hätte gerne eigentlich das Interface, sinnigerweise, damit ich auch alles, was ein Fractal Generator ist, sozusagen, alles, was das Interface implementiert, kann dann mit diesem Adapter verwendet werden. So, wie bekomme ich jetzt so ein Objekt hier rein? Ich merke mir das Ausgangsinterface sozusagen. Das ist meine Source. Und die übergebe ich einfach im Konstruktor. Fractal Adapter mit iSource. So, zugewiesen, this.source Source. Und jetzt kann ich sagen, okay, wenn mein Ziel Draw aufruft, dann übersetze ich das zur entsprechenden Generate-Methode in meiner Source. Also ich sage this.source. Fragezeichen, Punkt, also falls es null ist, mache ich nichts und generate. Das ist der ganze Adapter. Ich implementiere das Zielinterface, ich bekomme das Quellinterface und in der Methode rufe ich die Quelle auf. Was ich jetzt nämlich machen kann in meinem Programm, das geht natürlich nach wie vor nicht. Aber was ich jetzt machen kann, ich kann hier ein neues Adapterobjekt reinschmeißen, denn das Adapterobjekt implementiert ja das gewünschte Interface.
Und diesen Adapterobjekt gebe ich die Quelle mit. So, jetzt gebe ich die Quelle mit in diesen Adapter und gebe es in die Szene rein. Die Szene ruft Draw auf. In diesem Draw wird von jedem Item das Draw aufgerufen, also auch von unserem Adapter hier, das Draw. Dieses Draw macht nichts anderes, als es geht eben zu dieser Quelle, zu unserem Mountain Generator, ruft dort das Generator auf und somit ist wieder alles super, alles happy. Ja, ich kann das natürlich auch ausprobieren, kurz starten und voilà, wenn es denn dann kommt. Tja, das ist ein klarer Fehler, der ganz schnell behoben ist. New. Ja, die Liste war nicht initialisiert. So, noch ein kurzer Versuch. Drawing Circle, Generating Mountains. Generating Mountains. Also er hat jetzt beide Methoden aufgerufen, obwohl diese nicht gleich heißen. Durch diesen Adapter kann ich überall, wo, also in der Szene hier, überall, wo ein iDrawable Item gebraucht, gewünscht wird, den Adapter verwenden und dann kann ich auch alles, was eben das iFractor Generator zum Beispiel implementiert, reinschmeißen. Also über den Umweg des Adapters. Wie wir es eigentlich auch dann können, wenn wir ein Notebook haben und es am Beamer anschließen wollen und der entsprechende Anschluss vom Beamer halt nicht mehr vorhanden ist auf dem Gerät. Ich brauche im Allgemeinen einen Adapter von einer Quelle zu einem Ziel. Und es ist eine Einbahn. Das heißt, wenn ich ein anderes Objekt auch noch habe, das dieses Interface iDrawable Item nicht implementiert oder nicht implementieren kann, dann brauche ich einen zweiten Adapter. Sofern natürlich die Quelle eine andere ist. Ja. Also wenn ich jetzt noch irgendein Interface dazugeben würde, oder von mir aus auch nur eine Klasse, ja, Player, ja, und die Klasse Player zum Beispiel implementiert jetzt das Interface nicht, da das iDrawable Item nicht, sondern es hat etwas wie zum Beispiel eine Methode public void render. Rendering Player. So, und ich möchte auch so einen Player hier in die Szene mit aufnehmen können. Dann brauche ich natürlich einen neuen Adapter für diesen Player. Also jetzt brauche ich einen Player Drawable Adapter. Gleiche Regel. Das Zielinterface wird implementiert. iDrawable Item. Die Quelle wird dem Konstruktor übergeben. Player Drawable Adapter. Player. Diesen merken wir uns. Player. Und beim Draw, wenn das aufgerufen wird, dann rufen wir vom Player die Rendermethode. Also die Methoden heißen unterschiedlich, die Interfaces sind unterschiedlich, die Implementierung des Adapters ist eigentlich immer sehr, sehr ähnlich, sehr, sehr gleich, nicht weltbewegend. Wenn hier unterschiedliche Parameter benötigt werden, muss man sich halt überlegen, wie komme ich von A nach B, sprich wie schaut die Übersetzung von dem Parameter zu diesem aus. Aber ansonsten ist das Schema immer gleich. In diesem Sinne konnte ich hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen zu diesen Design-Pattern, das Adapter-Pattern. Eine Übersetzung von einem Interface sozusagen zu einem anderen. Und die Implementierung sieht so aus, dass eigentlich immer nur weitergeleitet wird. In diesem Sinne viel Spaß. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.